Dip dip da dip 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 da dip dip da dip 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 da dip 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 da dip dip da dip. Wir haben komplexe Chips und wir haben die Chemical Science Parts und überhaupt sind wir ultramäßig vorwärts gekommen, aber also so richtig ultramäßig vorwärts gekommen in der letzten Woche, denn wir haben richtig dran geklotzt. Wir haben eine neue Chromium-Schmelze hingestellt, weil die alte, die war ein bisschen zu klein. Warte mal, die alte steht auch noch hier irgendwo rum. Ne, die alte ist abgerissen, sehr gut. Die war ein bisschen zu klein. Wir haben sehr viel Chromium gebraucht, also haben wir das große hingestellt. Haben es vielleicht ein bisschen übertrieben und haben noch eine zweite hingestellt. Aber hey, es war notwendig. Wir haben riesen Rohstoffvorräte angeschlossen. Hier Chromium. Felder, die bildschirmweise groß sind, hier oben auch. Hier Blei angefangen anzuschließen. Haben wir auch sehr viel Blei über. Weil wir es einfach, wir brauchen Rohstoffe. Wir brauchen mehr und mehr Rohstoffe. Wir verarbeiten die zwar super effizient, also mit heißer Luft zum Beispiel, beim Platten draus ziehen, das ist immer effizienter als das übliche, aber trotzdem mangelt es halt ständig an Dingen, gerade an heißer Luft. Jetzt haben wir hier, da habe ich ein anderes Video schon drüber gemacht, heiße Luft als Nebenprodukt. Wir brauchen mehr Asche, wir müssen mehr Coke verbrauchen, deswegen haben wir das so hingestellt. Vermutlich könnten wir auch einfach nochmal genau das Ding, aber in riesig groß hinstellen und am Ende was rauskommt, wegschmeißen. Hauptsache es kommt Asche bei raus. Weil Asche ist das, was uns gerade am meisten fehlt. Und leider brauchen wir Asche hier für das Recital Mixture. Wenn es ein anderes Rezept gäbe, wäre das klasse. Und das Methanol ist, was hier rauskam, das war eigentlich gedacht als, ja, Nebenprodukt, brauchen wir ja nicht so viel. Aber inzwischen brauchen wir so dermaßen viel Methanol, dass wir übergegangen sind, das nochmal in Masse herzustellen. Ich such's gerade. Wo war das? Eben aus Kupfer und aus Zink. Da. Aus Kupfer und aus Zink herzustellen. Was dann zur Folge hatte, dass wir zu wenig Zink hatten. Denn das Zink, was wir bisher gebraucht haben, das lief hier einfach so ganz gemütlich durch eine Schmelze. Wo ist die Schmelze hin? Das hier ist sie nicht. Da. Durch eine Schmelze. Und es war so gemütlich gemacht und das lief so und das passte schon. Und jetzt brauchen wir eben eine größere Schmelze. Das wiederum hatte das Problem, dass wir mehr Heavy Oil brauchten. Deswegen haben wir dann noch fix was hingestellt, was Heavy Oil produziert. Ja, wo ist es denn jetzt schon wieder hin? Also man merkt auch, langsam verliere ich den Überblick, was wo jetzt ist. Das macht auf jeden Fall aus Crude Oil mit Salz, Heavy Oil und dann kommt dann eben auch ein bisschen Sulfur mit raus. Hier ist es. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Kommt auch Sulfur mit raus. Und Asche. Habe ich erwähnt, dass wir Asche brauchen? Also perfekte Nebenprodukte. Heavy Oil haben wir jetzt auch genügend. Und die Complex Circuit Produktion, die ist basierend auf der Produktion von, wie heißt das denn nochmal? Advanced Parts. Da hatten wir hier schon gebaut, indem wir eben einen Warehouse hinstellen und eben eine Automated Factory, die dann einfach nur belädt und eine Schaltung, die das umrechnet. Und im Moment brauchen wir nicht so viele Automated Parts, Advanced Parts, wodurch das ja ausreicht. Und man kann größer bauen, aber wenn man es halt gerade nicht braucht. Hier haben wir es ein bisschen größer gebaut. Hier gibt es dann eben eine Schaltung, die dafür sorgt, dass das Zeugs nach oben wandert. Die Schaltung war zwischenzeitlich ein bisschen kaputt. Deswegen liegt da ein bisschen zu viel anderer Kram drin. Aber im Moment fehlt es uns eben ein, und das gefällt mir daran halt auch wirklich, man sieht, woran es fehlt. Uns fehlt gerade an Dioden und an Microchips. Und die beiden werden hier drüben hergestellt. Und da fehlt es uns an Thermit. An beiden Seiten. Und dieses Thermit wiederum das war doch hier. Es wird hier hergestellt und hier fehlt es an Asche. Und wenn wir jetzt Asche hätten, hätten wir eine wunderbar laufende Produktion
von Complex Circuits. Aber immerhin haben wir schon mal welche gebaut. Und zwar so viele, dass unsere Chemical Science Forschung, das ist Nitrogen, hier, dass die vollläuft. Also wir haben hier 20.000 Chemical Science Packs einfach mal rumliegen, die wir dann bald verforschen können. In diesem wunderschönen kleinen süßen Forschungsblock, wo eben nochmal 15.000 Chemical Packs rumliegen. Also, wir haben Forschungskram und wir können forschen. Wobei ich gerade überlegen bin. Ah, hier fehlen noch lange Greifarme. Ja. Details, Kleinigkeiten. Wenn wir kurz vorbeifahren, dann passt das wieder. Und damit kommen wir jetzt sozusagen endlich in das nächste Level von Pianodon, was uns erlaubt, erstmal bessere Fabriken zu bauen. Das bedeutet, wir werden hier ganz viele neue Fabriken reinpacken, neue Sachen craften und dann vermutlich upgraden. Ich glaube, die nächsten Sachen werden echt nur upgraden sein. Denn uns, also wir haben jetzt kein nächstes größeres Ziel. Klar, das Endziel ist die Rakete. Aber wir haben jetzt wochenlang auf diese Complex Circuit Boards zusammengespielt und jetzt haben wir sie. Jetzt sind sie da. Also, so ein bisschen. Das müssen wir halt auf Asche spielen. Aber, mei. Und, also was wir an Vorräte haben, ist super. Bezüglich Asche. Was wir halt ohne Probleme machen können jetzt ist, warte, wie heißt das? Fiber? Ist forschen. Und da gibt es eben ein Rezept, wo wir eben aus Raw Fiber einfach Asche herstellen. Ja, einfach Asche. Aber dieses simple Verbrennen braucht halt Advanced Electronics. Und das wiederum braucht zwei Forschungen. Die sind jetzt in Reichweite. Also wir haben genügend Zeug. Einfach die anstoßen. Schwupps, ist Asche kein Problem mehr. Und das werden wir dann machen, sobald wir weiterzocken. Ansonsten, was fehlt uns? Uns fehlt Sauerstoff. Ja, verstehe ich. Uns fehlt Hot Air in Masse, verstehe ich. Die wird jetzt einfach so nach und nach nachproduziert. Uns fehlt Kupfer. Interessant. Spannend. Okay, weil Kupfererz müssten wir eigentlich mehr als genug haben. Ja, Kupfererz und Copper Grade 4 haben wir mehr als genug. Molten Copper haben wir auch mehr als genug. Also fehlt uns einfach nur gerade die heiße Luft für das gescheite Schmelzen. Passt. Kriegen wir hin. Und den Small Parts. Okay. Vermutlich, weil uns Kupfer fehlt. Und so zieht sich das halt wieder durch. Aber ich sag mal, die Rohstoffe, die wir haben, es ist schon mal deutlich mehr als die Rohstoffe, die uns fehlen. Den Gravel als Beispiel fehlt uns gar nicht. Es ist einfach nur die Station, die überschüssiges Gravel, das als Nebenprodukt anfällt, abfragt. Natürlich brauchen wir dann viel Gravel. Das ist vollkommen okay. Molten Tin, das ist eine neue Station. Das passt. Das ist alles fein. Das läuft schon. Iron Oxide. Iron Oxide ist alle. Das fand ich auch witzig. Iron Oxide ist ein Nebenprodukt. Da haben wir so viel von angespart. Wir haben da Eisen draus geschmolzen, Stahlplatten draus geschmolzen. Und jetzt sind sie alle, weil wir tatsächlich ein Produkt haben, wofür wir sie brauchen. Aber das Schöne ist, wir können es einfach herstellen. Aus Pyrit, Iron Oxide und Pyrit wiederum ist Sulfur und Iron Oxide. Warte mal. Drei Pyrit sind. Nee, warte mal, Iron Oxide kann man auch irgendwie herstellen. Weil ich mit Pyrit natürlich das Falsche erzählt. Warte mal, 5 zu 12, da gehen drei verloren. Das ist nicht das Gedanke. Da ja, genau. Iron Plate und Nitrobenzin, das war's. Iron Plate, easy peasy, kein Problem. Nitrobenzin haben wir auch. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Haben wir. Geht rum, ist okay. Und ich glaube, wir werden uns jetzt ein bisschen darum kümmern, die Forschung voranzutreiben, die Sachen abzugraden, die unbedingt sein müssen. Hot Air. Hot Air, das ist
so ein Kampf im Moment, heiße Luft herzukriegen. Im Stream sagen sie immer, ja, aber so viel wie du laberst, Fifi, hast du doch genügend Hot Air. Das ist schon richtig. Aber, wir brauchen eben heißes Coke-Ofen-Gas. Und mit der Forschung können wir die, nicht mit der Forschung, mit diesem wunderschönen Heat-Exchanger können wir mit Combustion-Mixture und Coke-Ofen-Gas das Coke-Ofen-Gas wieder erhitzen. Da gehen fünf verloren. Drauf geschissen. Aber dieser Heat-Exchanger, der braucht halt Complex Circuit Boards. Alles andere haben wir. Okay, Asphalt, glaube ich, haben wir noch nicht, aber es ist kein Problem. Asphalt, Tar, Gravel, Ash zusammenschmeißen, überhaupt kein Problem. Easy peasy. Aber die Circuit Boards haben uns halt davon abgehalten. Das heißt, wir müssen nicht mal forschen, um jetzt Hot Air gescheit hinstellen zu können. Das machen wir beim nächsten Mal spielen als erstes. Heiße Luft aus Cockofen-Krams. Weil wir brauchen heiße Luft. Das ist halt so. Warum ich jetzt immer so rumtanze um Montag, Mittwoch, Donnerstag. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Da werde ich nicht streamen. Da bin ich mit meiner Frau unterwegs. Wir feiern unseren Hochzeitstag mal wieder. Und eventuell komme ich mal online, aber nicht mit Factorio. Ich will, dass meine Mitspieler sich darauf verlassen können, wann sie mitzocken können und wann nicht. Also sage ich lieber, nope, ist nicht. Und komme dann mit einem anderen Spiel online, wenn ich überhaupt online komme. Aha. So. Genug dazu. Also geht es am Montag weiter. Jetzt ärgert mich mein Kalender. Am Montag, dem 19. geht es nämlich dann weiter. Und da bauen wir als allererstes das Ding. Und das haben wir dann. Und dann haben wir Hot Air. Und dann geht sich's aber so dermaßen rund. Dann gehen wir da richtig vorwärts. Also. Dann läuft's. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Wir haben sehr viele Produkte, die wir jetzt über verschiedenste Arten und Weisen produzieren. Also Methanol hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen. Jetzt über Kupfer und über Zink haben wir früher über heiße Luft hergestellt. Heiße Luft ist Mangelware, also neues Rezept, neue Art und Weise zu machen. Problem gelöst. Dann Erze. Hier haben wir Aluminium, haben wir mehr als genug inzwischen, ist ein Rückstau. Produzieren wir jetzt eben mehr Zink und Blei. Da haben wir zwar riesige Abbaugebiete, aber für den Fall, dass die irgendwann mal alle sind, ist es gut, einen Backup zu haben. Holz, da kriegen wir endlich unsere Tailings gescheit los. Wird auch, wenn es voll ist, überlaufen zu Ascheproduktion. Also müssen wir mal checken, wo wir das Holz hier eigentlich die ganze Zeit verbrauchen. Denn eigentlich sollten die hier Asche produzieren. Heiße Luft erzeugen wir hier über das Red Hot Coke und drüben über die Raffinerie, wo ich das andere Video hatte. Also es gibt unheimlich viele Rezepte, die man parallelisieren kann. Und es ist für mich wunderschön, hergehen zu können und sagen zu können, es gibt nicht den einen, der sich lohnt, sondern es gibt halt, wir haben davon gerade mehr, nehmen wir das Rezept. Jetzt fehlt uns hier was, ja, aber in dem Rezept funktioniert es und damit gleicht sich das so aus, dass es eben keine Bottlenecks in dem Sinne gibt. Außer Hot Air natürlich. Hot Air ist gerade ein Bottleneck. Aber nur, weil wir es auf verschiedenste Arten und Weisen nicht schaffen, genügend davon herzustellen. Sobald wir hier einfach eine Wiedererwärmung haben und das hier durchläuft, oder noch besser, hier drüben ist ein bisschen größer, hier das Wiedererhitzen einfach durchläuft, haben wir genügend Hot Air. Dann ist das Problem gelöst. Aber es gibt halt viele Wege und das ist das, was ich an diesem Modpack so spannend finde. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass es witzig ist, Stromprobleme zu haben. Wir hatten zwischenzeitlich einen kompletten Blackout. Deswegen haben wir jetzt hier zumindest einen Backup-Schalter, dass zumindest die Kraftwerke anbleiben. Wir brauchen Strom, um Strom zu erzeugen. Und wenn alles Strom alle ist, dann muss halt mal kurz ein kleiner Boiler mit einem bisschen Holz rein, um zumindest ein bisschen Strom zu erzeugen, damit dieser Generatorblock anspringen kann und der dann eben auch geschaltet ist an den Rückstau, sodass die immer laufen. Und wir haben es trotzdem hinbekommen. Ich schau mal, ob man es noch sieht. Wir haben es trotzdem hinbekommen, Stromschwankungen zu haben. Hier sieht man den Blackout. Die Stromschwankungen selber sieht man hier nicht mal mehr. Und jetzt haben wir extra einen weiteren Block hingestellt,
der uns Strom erzeugt, aus dem Nichts sozusagen, aus dem Activated Sludge. Und bekommt keine Anlieferung und exportiert Strom, solange hier genügend Combustion Mixture auf Vorrat da ist. Also, Strom ist geklärt. Und auch hier, wenn Mausigel sag ich schon, Teriskev und ich uns hier drum gekümmert haben, ist Mausigel hergegangen und hat angefangen, eine kleine Produktion für Solarpanels hinzustellen, die dann eben autark gedacht war, als wenn die Hauptgeschichte gerade Stromprobleme hat, dann werden hier halt einfach Solarpanels hergestellt, hingestellt und dann haben wir auch da wieder eine Variante, wo wir Strom aus dem Nichts bekommen. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom und das ist eben genau der Spirit. Ja, und ich glaube, das war's auch schon wieder. Wir sind echt cool dabei. Wir haben hier hinten so viel Landfill übrig, dass wir einfach hergehen können und solche Blöcke aufschütten können. Das ist eine Sache von ein paar Minuten. Und damit haben wir auch kein Platzproblem mehr. Oder das Problem, dass wir Angst haben müssen, Rohstoffe zu überbauen. Wir bauen einfach den nächsten Block hin und gut ist. Überhaupt Rohstoffe. Sieht gut aus. Passt alles. Bevor ich es noch weiter in die Länge ziehe, in diesem Sinne. Habt viel Spaß, genießt die Zeit und wir sehen uns, wie gesagt, ab dem 19. wieder. Bis dann. Ciao, ciao.